Sehr schön, dass das geklappt hat. Setze die Segel und mache dich auf die Suche nach dem Emblem des Ozeans. Ja, das hatten wir doch schon. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Ist der Honigpott sogar davor? Da! Tatsächlich, der Honigpott ist da vorne im Boot. Haha, ist ja cool. So, wir müssen jetzt Schere. Links von der Schere war das. Kiemen von Senke. Jawohl, da fahren wir hin. 4% fertig. Ja, das scheint es zu sein. Okay. Dann bin ich mal gespannt. Obwohl, finde ich das jetzt wieder auf Anhieb? Wahrscheinlich nicht. Hallo? Ich treffe hier gerade mal gar nichts. Da. Da. Treff doch. Bilder vor allem. So. Aua. Hat aber keinen Schaden gemacht. Ich habe anscheinend noch abgeschossen. Was ist das da oben? Das da? Kiemenvollzenke. Schmelze Objekte 15 Mal mit dem Feuerzauber. Wir haben noch gar keinen Feuerzauber. Aber okay. Schön, wir sind mit dem Honig hier. Transportiere ein Objekt zu einer anderen Insel. Haben wir soeben erledigt. Finde ich gut. Ist jetzt mit dem Honig in der Hand natürlich so eine Sache, hier rumzurennen. Oh. Oh ja, super. Ist das Ding, was der schießt, gerade an mir kaputt gegangen? Alter. Aha, so. Ich muss doch mit dem Honig hier durch. Wo müssen wir denn jetzt hin, verdammt? Als ob ich das noch wüsste, wo hier jetzt der Eingang war. Es hört auf zu pissen, das ist ja schon mal etwas. Ja. Bin ich auf dem richtigen Weg? Dieser Weg führt zur Tiefenbucht. Da müssen wir rein. Da. Kommen wir hier lang dahin? Könnte sein. Ich weiß es aber echt nicht mehr. Na, super. Komm, mach noch mal. Ja. Und fällt wieder zu sicken. Das ist ja eine geile Gegend hier. Ach Mensch, nicht immer nein. So. Ja, gib mir. Ach nein, ist das Herz runtergefallen. Ja, super. Bin ich nah genug dran? Komm. Nein. 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 Treff ihn. So. Er ist schon wieder runtergefallen. Das gibt's doch nicht. Hier war doch noch so ein Schießer, ne? Oder? Also egal, wir sind jetzt da. Yay! Wobei, wir sind erst in der Höhle. Wie war es in der Höhle? Hier gab es nicht viele Optionen. Ich glaube hier links, ne? Ja, da ist er. Hi, guck mal, was ich dir mitbringe. Du hast Honig mitgebracht. Welch süße Überraschung. Du kannst rein, aber es gibt nicht viel zu sehen. Wegen Oceanhorn ist es verboten, in unserem Königreich zu schwimmen. Ach ja, den Schlüssel hier wirst du brauchen. Yay! Dann mal den Schlüssel da rein. Und go. Kann ich den Honig wieder mitnehmen? Nö. Nö. Okay, den. Naja, okay. Ich meine, ich habe ihn ja für ihn mitgebracht. Da hinten ist wieder einer. Wegen Oceanhorn ist es verboten zu schwimmen. Ich kann aber schwimmen. Sogar unendlich. Was passiert mir denn, wenn ich schwimme? Da ist auch einer. Hi.
Du bist seit Jahrhunderten der erste Besucher hier. Du siehst komisch aus. Danke, du auch. Ja, okay. Ah, ein Herz, sehr gut. Warte, hier können wir lang gehen. Ja, hier ist aber nichts. Dann gehen wir da lang. Hier ist auch nichts. Da kann man hochgehen. Da oben steht wieder einer. Da unten ist der eine noch im Wasser. Den habe ich jetzt vergessen. Naja, wir werden ja wohl noch mal hinkommen. Hi. Du willst wissen, wo das Emblem des Ozeans ist? In unserem königlichen Palast. Er sagt mir das einfach so. Das ist ja interessant. Hi. Ich habe die Ovros immer gemocht. Thorn, der Mutige. Ja, wir halfen ihm. Unsere besten Schmiede schwammen in die düsteren Gräber des Ozeans, wo sie die mächtigen Waffen erschufen, die je von einem Kiebenmann getragen wurden. Den Korallensäbel. Es war eins der größten und denkwürdigsten Unterfangen unserer Geschichte. Thorn der Mutige halbierte Seelorg mit dem Korallensäbel und damit war die Sache erledigt. Aber weder der Korallensäbel noch Thorn der Mutige wurden danach je wieder gesehen. Niemand weiß genau, wo die Schlacht ausgetragen wurde. Doch jeder weiß, dass sie das Ende von Robin-Org war. Aha. Hier brauchen wir einen Schlüssel, für auch immer. Ach, um das hier aufzumachen wahrscheinlich. Okay. Oh, ich kann da runter. Ja, super. Ich kann wahrscheinlich aber nicht wieder hoch, ne? Ja, herzlichen Glückwunsch. Der ballert munter auf mich los. Hier kann ich nichts machen. Wahrscheinlich kann ich hier runter zu ihm, aber nö. Aha. Ich kann hier wieder... Ach so, ich kann hier dann wieder zurück. Okay. Ich hätte auch hier runter zu ihm gehen können. Mhm. Oh, ein Herzcontainer. Oh. Und da ist der andere... Och, ich kann hier runter. Upsa. Okay. Hi. Wie geht es dir? Wir verstecken uns vor Oceanhorn in den Höhlen. Ich wünschte, ich könnte im offenen Meer schwimmen. Hm. Ja, ich wünsche das auch. Ich habe leider nicht genug Muckis dafür. Also nichts. Hat das was zu sagen, dass das Ding hier so wackelt? Also nichts Muckis. Ich hätte genug Ausdauer dafür. Ich bin ja froh, dass ich hier einfach so schwimmen darf. Kann ich hier so? Nein, hier kann ich nichts. Kann ich hier wieder raus? Nö, nö. Ja klar, war ja... Nö, warum auch? Von da sind wir gekommen. Warum kann man diese Muscheln hier ein bisschen in Bewegung bringen? Hm. Na gut, gehen wir erst noch mal wieder hier lang. Und da hoch und an dem vorbei und da hoch und darüber. Da sind wir ja nicht weitergegangen. Ja, war klar, dass wir nicht nach da können, wo die Goldstücke liegen unter dem Herz. Hier geht es auch nicht weiter. Da hinten steht wieder einer. Hopp, hopp. Habe ich mit dir gequatscht? Warte mal. Du willst Oceanhorn niederschrecken? Ich wünschte, wir könnten helfen. Aber unsere Speere sind auch nicht spitzer als deiner. Und Oceanhorn ist im Wasser weitaus gefährlicher als an Land. Du musst es aufs Land locken, bevor das mächtige Thorn der Mutige... Was? Das machte Thorn der Mutige auch mit Seelorg. Ah, okay. Oh, ach, hier sind wir jetzt. Scheiße, ich kann mein Schild nicht benutzen. Jetzt kann ich's. Bams, haha. So. Geld. Schwimmen wir mal hier weiter. Mal gucken, was hier noch so kommt. Da kann ich wieder hoch. Okay.
Kann ich den Stein noch aufheben? Ja, könnte ich. Was seid ihr? Passiert nichts. Dann so. Passiert auch nichts. Der ist aber mal kacke. Oh, ich wollte nicht noch eine legen, verdammt. Warum? Die kann man doch bestimmt wegräumen, aber wie? Mit dem Steinchen? Das hat ja super geklappt. Ah, okay. Na gut, wenn eine Bombe nichts bringt, dann wird auch ein Stein nichts bringen. Oh, ein Herz. Den kann ich natürlich nicht hoch, war ja klar. Kann ich eigentlich auch schneller schwimmen? Nö. Ah, wieder ein Herz. Schön, dann haben wir wenigstens wieder volles Leben. Ja. Ja. Kann ich hiermit? Die kann ich wegnehmen. Okay. Ups. Ich wollte die eigentlich wieder sauber draufstellen. Naja, vielleicht räumt ja einer auf. Hi. Hör zu, mein Sohn. Wie, mein Sohn? Also, ich sehe, glaube ich, nicht wirklich dir ähnlich. Also, so, naja. Ich möchte dir etwas erzählen. Our people are going through hard times. After the catastrophe, our beloved King Angler passed away, as he was one with the ocean. His thoughts got polluted, and his heart could not take the fall of his kingdom. Then, a man in a dark cape appeared. He was bringing a funeral gift to Princess Finn. When the princess laid the gift at her father's feet, a horrible curse broke loose. A breath of cold air blew through the halls of our palace. Time stopped. Princess Finn and the palace have been frozen for 1,000 years now. I was a young fish back then. Only 100 years old. We cannot go inside because the entrance and the palace are frozen. Our only hope is a treasure hidden in the cavern of fire, but our kind is unable to reach it and nobody else dares to enter it. Hier, nimm diesen Schlüssel, Arcadia. Vielleicht hast du genug Mut, die Höhle des Feuers zu betreten. Ah, klar, wenn du mir jetzt noch sagen würdest, wo die ist, wäre... Nein, 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 nein. Nein! Alter! Ist denn das? Ich will dieses Ding wieder aufheben. So. Aha. Na... Ach, der hat mir jetzt jedes Mal noch andere Sachen erzählt. Der königliche Palast befindet sich nördlich von hier. Folge einfach dem Wasser zur Linken. Okay. Ich will die Flasche haben. So. Und jetzt? Die Höhle des Feuers hier in der Nähe erwärmt das Wasser der tiefen Bucht. Das ganze Jahr über. Ich frage mich, welche Geheimnisse darin verborgen sind. Der königliche... Ja, okay. Aha, ich folge also dem Wasser hier zur Linken. Da komme ich nicht dran. Da kam ich doch dran. Geld. Okay, ich folge dem Wasser hier zur Linken. Na gut, dann mache ich das mal.